Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir suchen Tenny. Der Zero ist auch dabei und fährt gerade rückwärts. Ja, hallöchen. Ich bin heute ein bisschen verkehrt herum, deswegen fahre ich rückwärts. Und versuche somit das Ziel zu erreichen. Wobei, das liegt auf der anderen Seite, ne? Ja. Alter Schwede. Ja, man merkt es schon. Der Zero und ich haben gerade nochmal kurz gesprochen. Die Gegner werden immer härter. Werden anscheinend sogar schon ausgetauscht. Hier in den Spawn-Regionen. Das heißt, wir haben jetzt diese knallharten Babs. Okay, ich fahr vor kein Spawn. Da kann ich auch sehen, wo ich fahre. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es geht schon krass ab hier jetzt. Ja, eine Minute. Also richtig Action. Wir gegen die Rest der Welt. Yay! So, und ich denke mal, wir werden noch ziemlich viel sehen von Borderlands, weil es gibt ja jetzt noch drei Ausgänge in diesem Tal, und außerdem hatten wir ja in, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Soul irgendwas, hatten wir ja zwei Wege. Wir sind ja den linken gegangen, haben da dieses Riesenvieh getötet, und da gab es ja noch einen rechten Weg. Ja, das stimmt. The fuck? Sind wir explodiert? Ja, ich bin auch tot. Aber ich hab's geschafft. Moment, ich komme. Granate. So. Ich denke mal, wir werden auch demnächst wieder richtig viele neue Waffen finden. Gehe ich von aus sogar, ja. Da oben ist sogar eine Loot. Brauchen wir auch harte Waffen. Ja, da oben ist sogar eine Lootkiste. Es geht schon besser. Okay, hier gibt's Waffen. Assault Rifles. Achso, beziehungsweise, nee, eine Schrote liegt hier drin. Und Assault Rifle, die ist aber nicht so gut. Aber die Schrote ist jetzt auch nicht der Hammer, also hat kein Elementar. Joa. Ne, also nehme ich sie einfach mal so mit. Fragen kannst. Wo bist du? Ich gehe Richtung Ausgang. Okay. So, wir werden sowieso gleich teleportiert, von daher konntest du dich da ein bisschen umsehen und ich leite die Teleportation zu The Backdoor ein. Hintertürchen. Da freut sich der Tau bestimmt. Das war so klar, dass das kommt. Das war so klar, dass das kommt. Was soll denn jetzt die Community denken? Jetzt hast du mich geoutet, na toll. Tja, so ist das Leben. Wenn das jetzt meine Freundin hört. Ah, oh, König. Was, Königin? Alter, ich kann sagen, wie viel Schaden hat der Feinde denn gemacht? Alter Schwede. So, mal eben Geld nebenbei looten. Hui! Da hat dir ja jemand Schaden gemacht, ne? Ah, hast du geschafft, super. Ja, ich war klinisch tot. Der König hatte mich einmal getroffen und dann war ich im Arsch. Und dann hat sie mich nur noch einmal kurz geküsst und das war's. Du nimmst rechts, ich nimm nichts. Achso, das ist keine richtige Blutkiste. Keine, ne. Oh, das sah von Weitem so aus. Hab ich voll gefreut. Wo müssen wir hin? Links, rechts, rechts, rechts. Es gibt nur einen Weg. Ja. Ne, links sah es gerade so aus, als ob es da einen Weg gibt, aber war dann doch nicht so. Na hallo, wer seid ihr denn? Da rollt er sich einfach ein und rollt an mir vorbei. Hey, bin ich der König, das wollte ich nicht. Ich weiß, dass ich süß bin, also, ne? Aber muss man sich nicht gleich damit ranbaggern, ey. Na, man muss sich ja auch, ne, um die Belegschaft kümmern, die danach regiert. Also. Es irritiert mich immer, wenn Zero ein bisschen länger braucht. Das heißt meistens, er hat eine Lootkiste gefunden, oder? Nee. Ich hab nur was geguckt. Eine Ahnung, wo eine sein könnte. Na, ich glaube, hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Das glaube ich auch. Außer hier vorne. Och, da hinten ist noch einer gespawnt gerade. Moment, den hole ich mir noch mal eben. Was? Ach, hier ist auch noch einer. Achso, Zero hat irgendwas gefunden, schön. War nur Pistole, das ist ja scheiße. Das ist ja zwei weiße, eine blaue und eine grüne. Achso. Nichts Großartiges. Na dann.
Oh, ein Knall hat er. Ja, komme. Ja, hab ich nicht richtig getroffen. Okay, ich musste hier ran. Was zum? Wow, ich bin auch. Oh, wie toll. Da kommen sie, holen hier! Jawohl. Ja, ich wollte es mit der Schrot probieren, aber die Schrot, die streut anscheinend sehr, sehr krass. Ah, okay. Und die braucht 10 Jahre zum Nachladen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, ich habe mir jetzt extra so weit runtergeschossen, dass du ihn dann holen kannst. So, dann müssen wir weiter, oder? Oder? Was ist das hier oben? Das sieht irgendwie auch prädestiniert aus. Moment. Hier ist runter. Achso. Der Rückweg sozusagen. Ja, denke ich mal schon. Wir kommen gleich in eine sehr große Kammer. Das könnte... Das ist ein Laden davor. Okay, bereite dich auf den Bosskampf vor. Jupp. Wo ist der Laden? Ach so, hast du auf der Map gesehen. Jetzt verstehe ich das. Bei Lootkisten. Okay, das könnte gleich ein bisschen knallhart werden. So, ein SMG. Eine lila SMG. Hier ist eine Sniper, aber die ist Müll. Hier ist eine SMG, die ist auch Müll. Ja, die selbst lila SMG war scheiße. Okay. Muss ich mir mal vorstellen. Granaten, nix wirklich. Ich verkaufe jetzt nochmal eben ein bisschen was. Das ist eine gute Idee. Damit wir auch gleich schön looten können. Falls wir den Kampf überleben. Wir müssen den Kampf überleben. Ich kann nicht schon wieder 80.000 ausgeben. Oh. Okay. Erinnert mich an die erste Arena, als wir diesen Riesen besiegt haben, ne? Oh, wir wissen, das ist oben. Warte, das ist die Tussi. Okay. Jetzt werden wir sterben. Ja, du wirst sterben, ich nicht. Ach so, okay. Meister McCloud? Mit Waffen? Der hat eine Garde weniger. Gott, der McCloud will auf mich. Ja, ich nehme doch die Assault. Dachte eigentlich, ich kann die jetzt mal so ein bisschen schön wegsnipern, aber das bringt leider nicht so viel. Ach, das war's schon. Ist ja süß. Das ist eine neue Waffe, die ich noch nicht kenne. Eine Alien-Waffe, ne? 010011, was? Das ist eine Bazooka. Also wer sich mit Binärcodes auskennt, der schreibt mal bitte rein, was das heißt. In die Kommentare. Bis doch mal. LOL! Dauert das lange zum Schießen? Jetzt kann ich wieder schießen. Hast du eine endliche Munition? Ja. Crazy. Ich probiere sie gleich einfach mal aus. Sie soll ja eigentlich gut Schaden auch machen. Auch noch Crimson Fastness. Bin mal gespannt. Ja. Und wenn, ich habe ja meinen Raketenwerfer noch im Rucksack, ne? Wenn, kann ich sie auch wieder tauschen. Mhm. So, wo sind wir? Ach, hier sind wieder Läden. Na gut, hier gibt's nichts Tolles. Berserker-Klasse. Berserker, ja. Ich guck mal ganz kurz nach den Schilden. Die machen tatsächlich mehr als meine. Haben wir nicht so viel Ladegeschwindigkeit. Das ist ein bisschen schade. Achso, hier. Ja. Na. Ich behalte die jetzt. Den Schild, den ich habe jetzt noch. Oh. Nein! Man kann auf jeden Fall nicht durch kleine Lücken durchschießen. Und es geht nicht. Hahaha. Ha, ha. Hilfe. Ich komme. Er ist verbrannt und ich bin umgefallen. Achso. Dankeschön. So, warte mal. Hier ist ja noch ein Geschütz.
Lol. 430er Schild, falls du haben möchtest. Oh ja. Was hat das für eine Aufladegeschwindigkeit? Wow. Ich guck mal kurz nach. Ich benutze mal kurz die Bazooka mit dem. Sehr langsam. Gut. Ja, gut, so toll ist das jetzt so nicht. Oh nee, das Ding kann viel schneller schießen, sehe ich gerade. Ich dachte, man kann damit immer nur schießen, wenn das Ding aufgeladen ist, sozusagen. Aber das lädt sich im Prinzip voll auf. Warte mal. Ich lasse es mal kurz voll aufladen. Alter, was ist mit den ganzen Claptraps? Einer ist noch am Leben. So, warte mal. Er ist jetzt voll aufgeladen. Und so kann ich damit jetzt schießen. Das ist trotzdem relativ langsam. Ich weiß nicht, ich finde das Ding jetzt nicht so berauschend. Ich dachte gerade, ich habe meinen Rocket Launcher verkauft. Alter. Dann werfen wir mal hin. Ich tausche das gegen diese komische Schuhe. Ja. Hier. Dankeschön. Damit nutze ich dann doch lieber meinen regulären. So, wir können eine Quest auswählen. Claptrap Retter. Machst du das mal? Ja. Moment. Hab ich gemacht. Jetzt sollen wir das Reparaturkit finden. Wo ist denn das? Da hinten irgendwo? Eigentlich nebenan. Aber da kommen wir gar nicht. Kommen wir da hin? Oh, hier ist sogar übrigens noch eine Lootkiste, ne? Echt? Ist anscheinend gar nicht gesehen. Sniper und eine Assault. Sniper ist Schrott. Naja, Sniper ist scheiße. Schrott, ja. Also alles, was kein Dingens hier hat, Elementar, das nehme ich eigentlich gleich so immer mit. Genau, hier oben müssen wir durch und dann sind wir im Prinzip gleich da. Ja, komm. Ruhe. Hier ist eine grüne SMG, aber auch ohne Elementar. Na, ich sehe das Reparaturkit. Bleib mal da oben. Okay. Kannst du es abgeben? Achso, ja. Weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Ach doch, ich sehe hier eine Treppe. Alles gut. Oh, ich bin hier nicht so. Wieso klaust du mir die Kills? Achso! was gibt's hier noch Schönes? Solange ich nichts klauen kann, ne? Okay, das hilft. Okay. Wieso drehe ich mich eigentlich im Kreis? Ich habe keine Ahnung. Oh, zwei Lootkisten! Wie kommt man da rein? Claptrap vielleicht? Das kann sein, ja. Also kann ich mir nur vorstellen, weil er auf der anderen Seite ist. So, wo ist denn das Kit? Wo hast du denn das gesehen? Oder hast du es schon? Ich hab's schon. Ach, du hast es schon. War nicht wirklich schwer zu finden. Lag einfach in der Mitte. Na dann... Dann ist das ja nicht so wild. Junge, Kleine. Kleppi, Treppi. Lagerkapazität. Ja, er will uns irgendwas zeigen. Ja, ich schätze auch mal. Ich weiß, was es ist. Oder? Nee, doch nicht. Er geht hier rechts lang. Sind wir nicht die Lootkisten? Was heißt das für einmal im Kreis? Eine. Ja, das sind aber nicht die wie gedacht. Nö. Nö. Beides nichts Schönes. Ah, hier unten ist noch eine. Du bist ein wenig zu schnell, Zero. Oha. Nee. Ist da was für dich? Nee. Kein Elementarschaden. Meine macht mal 4 Elementar, also. Oh. Nee. Macht nicht das, was ich gerne haben möchte. Cool wäre es natürlich, wenn man die noch craften könnte. Okay. Wie kommen wir jetzt... Wie kommen wir jetzt aber an die Dingens ran? Oh, wir haben Tenny gefunden. Wollen wir nochmal zurückgehen vorher? Ja, ich dachte, das wäre hier so ein Geheimgang, der uns dahin führt. Ja, das ist tatsächlich der Geheimgang, der uns zu Tenny führt. Ja, super. Ist gut da hinten.
Dann gehen wir nochmal gucken, was uns die... Oder wie wir an die Lootkisten herankommen. Das würde mich schon mal interessieren. Wie sie da rumballern, obwohl wir gar nicht mehr da sind. So. Also, wenn ich so auf die Karte gucke, ne? Die Lootkisten waren ja da. Okay. Soweit ich das sehe, ist das Ende. Okay, stell dich mal genau vor die Lootkisten. Stehe davor. Ja, da ist das Ende. Ach, super. Ja, dann können wir da natürlich nicht ran. Das ist richtig. Dann komme ich mal wieder zurück. Aber gut, dass wir wissen, dass es schon mal zwei Lootkisten am Ende gibt. Hui! Au! Ist das auch hier? Au! Was? Was? Siehst du das auch? Was denn? Ja. Hä? Ist da nichts bei dir? Nein, ich sehe nichts. Leuchtender grüner Punkt. Nö. Nee. Wie du einfach an dem Knallharten vorbeirennst. Ich kann's mir leisten. Ich nicht. Wie man sieht. Na toll. Da ist ein Brand. Ja, das ist mein Inventarschaden. Ist ein bisschen zu knallhart. Tut mir leid. Achso. Da laufen wir im Kreis. Na komm, na komm. Geh down, geh down, geh down. Jawoll. Oh. Oh. Zero, hab was für dich. Ja. Eventuell, weiß ich nicht. Mal eins? Nee. Okay. Ja, ich hab mal vier. Wir hatten doch hier so einen Geheimgang zu Tannis gefunden. Warte. Ja, aber wollen wir uns dann nicht lieber hier erstmal umsehen? Ich guck erstmal, wo das hinführt. Du gehst mal den Weg, ich geh mal den Weg. Und dann sehen wir, dass wir eigentlich mal gar nicht so weit weg sind voneinander. Hallo. Toll. Oh! Wie ich da noch stehen, weißt du, das einfach. Na toll. Ja, ich brauche ein Medikit, bitte. Braucht jemand ein Medikit? Ja, ich. Oh Gott, Mann! Okay, ich bin dich wieder. Das hätte auch böse enden können. Ja, möglicherweise. Ist wirklich gesehen. So, was liegt denn hier noch? Müll und Müll. Beziehungsweise ein Heilkit. Da oben kommen wir her, ne? Ja. Mhm. Wo ist sie denn? Ach da! Nee, das ach hier, nicht. Hier. Kennen wir den Typen nicht hier vorher? Aber so bekannt vor der Typ. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Könnte einer von den Verkäufern oder so sein. Hier liegt auch noch einer. Na, die sehen gleich aus, okay. Jo. So, Tanny. Was ist los? Hol dir ein paar Antworten. So, wie ich sehe, hast du entweder meine Nachricht erhalten oder bist für einen weiteren Botengang hier. Die Lenz-Truppe hat mich eingesperrt und das Echo-System abgeschaltet. Mir jedoch meinen Kommunikator gelassen. Das war nicht sonderlich klug von ihnen. Vermutlich hasst du mich jetzt. Aber glaube mir, es war nie meine Absicht, dich in die Irre zu führen. Steel wollte den Schlüssel und dich aus dem Spiel. Dich hinter Baron Flint zu schicken, war ihre Idee. Und sie drohte mich umzubringen, wenn ich nicht mitspiele. Es tut mir so leid. Jetzt bin ich hier gefangen und sie hat den Kammerschlüssel. Und ich kriege ihr etwas geschenkt. Juhu. Ja. Ich habe jetzt Explosivbolzen Level 3. Brandartefakt. Oh. Dafür muss ich erstmal Level 40 kommen. Oh. Ups. Dann hättest du es Level 4, oder was? Ja, ganz krass. Gut. Ich bin jetzt erst bei Level 3. Och, Mano. Hallo? Müll. Müll. Was? Was schießt da?
Autsch. Bist du wieder da? Ja. Ja. Ich habe mich neben die Geschütze positioniert, um da zu sterben. Ich hatte nämlich über 10 HP oder so. Weil das Geschütz kann nicht weglaufen. Das ist das Gute daran. Moment, Moment, Moment. Ah, hätte ja sein können. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung zuerst. Ich dachte, da hinten wäre ein Gang. Aber war nicht. Aha. Echo-Konsole gefunden. Okay. Hier scheint die Echo-Kommandokonsole zu sein, die Tannis erwähnt hat. Jetzt einfach ihre Anweisung befolgen, um das System zu reaktivieren. Ja, okay. Na, wir sollen jetzt Zünder platzieren. Ich denke mal, wir sollen das alles hier in die Luft jagen. Ja, so kann man auf jeden Fall ein Echo-System wieder starten, wenn man alles in die Luft jagt. Boah. Wir sind einfach mal zwei Geschütze gestellt haben. Ich werde es nicht schaffen. Das gibt's noch nicht. Au, 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 au! Kann man die Schütze nicht kaputt machen? Ja, kann man. Das bringt nicht so viel. Ja, okay, ich bin nicht so stark. Alter Schwede. Puh. Das ist großartig. Es wird schon besser. Nichts Großartiges verloren, Jungs. Nee, überhaupt nichts. Ist das zwar alles nicht schön Schande. Blau und grün, aber naja, das war's dann auch. Ist das der richtige Weg? Da, wir sind schon wieder hier unten. Ach so, wir sind wieder. Wir sind wieder hier unten und ach so, hier ist jetzt. Das Tor ist offen. Und die zwei Luftkisten sind hier rechts in der Ecke. Alles klar. SMG Müll. Das nenne ich Beute. Eine Class-Mod für mich, aber die ist auch Müll. Und bei dir war auch nur, ja? Ja, eine SMG, die scheiße, und eine Class-Mod für mich. Ja, super. Auch kacke. So. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Crimson Enclave. Ich würde sagen, das machen wir dann morgen. Oh, ich bin gerade so richtig in Fahrt. Ja, komm. Dann gucken wir uns jetzt nochmal an, was es hier so gibt und dann... Ein Laden. Warum? Das sind Aliens! Sind die Aliens? What the f... Ach, die Dinger, die wir unten in diesen Dingskirchen gefunden haben. Wir haben was wo gefunden? Wir hatten doch mal so eine Höhle entdeckt bei Ausgrabung. Ach ja. Ein Kammerfragment gefunden haben. Und da waren die ja auch, ne? Ja. So, und in das Gefecht würde ich sagen, gehen wir dann morgen. Und auf geht's. Ja. Tschüss. Ciao.